Unheilverkündende Wetterszenarien sind nicht neu. Bereits im Jahr 1974 warnte eine BBC-Fernsehserie, schwere Stürme und Dürre könnten Vorboten einer nahenden Katastrophe sein. Aber was für eine alarmierende Entwicklung war das eigentlich? Hinter der Serie stand der ehemalige New Scientist-Herausgeber Nigel Calder. In unserem Film The Weather Machine vertraten wir die damals gängige Auffassung einer globalen Abkühlung und einer neuen drohenden Eiszeit. Nach Jahrzehnten fallender Temperaturen warnten Experten, eine kältere Welt könnte dramatische Folgen haben. Aber inmitten dieser Weltuntergangsstimmung gab es einen Hoffnungsschimmer. Der schwedische Wissenschaftler Bert Bolin wies vorsichtig darauf hin, der menschengemachte Kohlendioxidausstoß könne helfen, die Erde zu erwärmen. Er war jedoch keineswegs sicher. Es gibt noch sehr viel Öl und riesige Mengen Kohle, die wir in immer größerem Umfang verbrennen. Wenn wir so weitermachen, könnte es in ungefähr 50 Jahren auf der Erde ein paar Grad wärmer sein. Aber sicher ist das nicht. Wir waren die Ersten, die Bert Bolin aus Schweden im internationalen Fernsehen über die Gefahren von CO2 berichten ließen. Ich weiß noch, wie heftig ich von führenden Experten kritisiert wurde, ihn in seinen Hirngespinsten noch zu bestärken. Auf dem Höhepunkt der Eiszeitfurcht der 70er Jahre schien Bert Bolins exzentrische Theorie einer vom Menschen verursachten globalen Erwärmung absurd. Zweierlei sorgte für einen Meinungsumschwung. Zum einen wurde es wärmer, zum anderen streikten die britischen Bergleute. Für Großbritanniens Premierministerin Margaret Thatcher war Energie ein drängendes politisches Problem geworden. Anfang der 70er Jahre hatte die Ölkrise für eine weltweite Rezession gesorgt. In Großbritannien hatte zudem der Bergarbeiterstreik Stromausfälle zur Folge und so zum Sturz der konservativen Regierung geführt. Margaret Thatcher war entschlossen, Ähnliches zu verhindern. Wir haben in diesem Land das Aufkommen einer organisierten revolutionären Minderheit erlebt, deren wahres Ziel der Zusammenbruch von Recht und Ordnung und das Ende der parlamentarischen Demokratie ist. Die Politisierung dieses Themas begann mit Margaret Thatcher. Sie war zu meiner Zeit als Energieminister immer darum bemüht, die Atomenergie zu fördern. Das war lange, bevor der Klimawandel ein Thema wurde. Denn sie machte sich Sorgen um die Energiesicherheit und traute weder dem Nahen Osten noch der Gewerkschaft der Bergarbeiter. Um nicht von Öl und Kohle abhängig zu sein, setzte sie auf den Ausbau der Kernenergie. Und als dann das Thema globale Erwärmung aufkam, kam ihr das sehr gelegen, denn es lieferte ein weiteres Argument für die Atomkraft, die keine CO2-Emissionen verursacht. Darum ging es ihr. Aber das wird seither falsch dargestellt. Sie wandte sich also an die Wissenschaftler der Royal Society und bot ihnen finanzielle Unterstützung, um das zu beweisen. Natürlich griffen die zu und bewiesen es. In dem Moment, in dem Politiker ihren Einfluss geltend machen und ihren Namen mit etwas verknüpfen, wird unweigerlich Geld fließen. So läuft es nun mal. Und unweigerlich begannen Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen aus dem Boden zu schießen und das Klima zu untersuchen. Und zwar unter besonderer Berücksichtigung eines Zusammenhangs von Kohlendioxid und Temperatur. Im Auftrag von Margaret Thatcher richtete der britische Wetterdienst 1988 eine Klimaforschungsabteilung ein, die die Basis für ein neues internationales Komitee, genannt Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC oder Weltklimarat war. Der erste große Bericht sagte als Folge der globalen Erwärmung eine Klimakatastrophe voraus. Ich erinnere mich, dass mich bei der Pressekonferenz der Wissenschaftler zweierlei überrascht hat. Erstens die Einfachheit und Eingängigkeit der Botschaft sowie die Vehemenz, mit der sie vorgebracht wurde. Und zweitens, die völlige Missachtung der gesamten bisherigen Ergebnisse der Klimaforschung. Darunter übrigens auch die zur Bedeutung der Sonne, mit denen sich noch wenige Monate zuvor eine Konferenz der Royal Society beschäftigt hatte.
Dass ausdrücklich von Menschen freigesetzte Kohlendioxidemissionen als mögliches Umweltproblem genannt wurden, gefiel nicht nur Margaret Thatcher. Das war eindeutig vorteilhaft für den, wie ich es nenne, Umweltfundamentalismus, der zu mittelalterlichen Zuständen zurück und alle Maschinen und Autos abschaffen wollte. Dessen Anhänger waren begeistert, denn für sie war Kohlendioxid ein Symbol der Industrialisierung. Kohlendioxid ist ein Industriegas und gewissermaßen verbunden mit Wirtschaftswachstum, Transport und Autos, mit dem, was wir unter Zivilisation verstehen. In der Umweltbewegung gibt es Kräfte, die schlicht gegen Wirtschaftswachstum sind. Patrick Moore gilt als einer der führenden Umweltaktivisten seiner Generation. Er ist ein Mitbegründer von Greenpeace. Das Einschwenken auf das Klima als wichtigen Schwerpunkt hatte zwei ganz bestimmte Gründe. Der eine war, dass die vernünftigen Maßnahmen, die wir von der Umweltbewegung empfahlen, Mitte der 80er Jahre bei der Mehrheit der Leute mittlerweile auf Zustimmung stießen. Wenn die Mehrheit aber mit einem einer Meinung ist, ist es ziemlich schwierig, einen Konfrontationskurs zu halten. Um eine Gegenbewegung zu bleiben, blieb nur immer extremere Positionen zu vertreten. Als ich bei Greenpeace ausstieg, wurde gerade eine Kampagne zum weltweiten Verbot von Chlor geplant. Ich sagte, Leute, das ist ein Element des Periodensystems. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns zusteht, ein ganzes Element zu verbieten. Der andere Grund für das Aufkommen des Umweltextremismus war das Scheitern des Weltkommunismus. Als die Mauer fiel, wechselten viele Friedens- und Politaktivisten in die Umweltbewegung. Sie brachten ihren Neomarxismus mit und lernten mit Hilfe von grünem Vokabular sehr geschickt, ihre Ziele zu verschleiern, die mehr mit Antikapitalismus und Antiglobalisierung zu tun haben als mit Ökologie oder Wissenschaft. Durch das offenkundige Scheitern des Sozialismus und erst recht des Kommunismus, so wie er praktiziert worden war, war die Linke etwas orientierungslos geworden. Und so blieben sie zwar die Antikapitalisten, die sie waren, brauchten aber für ihren Antikapitalismus eine neue Aufmachung. Es gab eine erstaunliche Art von Allianz, von Margaret Thatcher auf der rechten bis zu den extrem linken antikapitalistischen Umweltschützern. Und das sorgte für die Verbreitung einer ziemlich abwegigen Idee. That created this kind of momentum behind a loony idea. Anfang der 90er Jahre war die von Menschen verursachte globale Erwärmung keine exzentrische Klimatheorie mehr. Sie war eine wie geschmiert laufende Kampagne, die in der Folge immer mehr staatliche Zuwendungen erhielt. Vor Bush Senior betrugen die Fördermittel für die Klimaforschung und verwandte Bereiche etwa 170 Millionen Dollar pro Jahr, was für eine wissenschaftliche Disziplin von dieser Größenordnung angemessen ist. Diese Mittel sind um mehr als das Zehnfache auf 2 Milliarden pro Jahr angestiegen. Das hat viel verändert, hat neue Jobs geschaffen und Leute angezogen, die sich zuvor nicht dafür interessiert haben. So kamen ganze Belegschaften zusammen, deren einziges Interesse auf dem Gebiet war, dass es die globale Erwärmung gibt. Wenn ich forschen wollte, sagen wir zum Beispiel über die Eichhörnchen von Sussex, würde ich seit 1990 in meinen Förderantrag schreiben, Erforschung des Nuss-Sammelverhaltens von Eichhörnchen unter besonderer Berücksichtigung der Erderwärmung. Auf diese Art würde ich mein Geld bekommen. Ohne Bezug auf die globale Erwärmung vermutlich nicht. Wir alle konkurrieren um Forschungsgelder. Und wenn das eigene Arbeitsgebiet im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses steht, lässt sich plausibler erklären, warum es gefördert werden sollte.